unendliche Weiten an der Hauptschule Wellheim in Bottrop. Die Space Car Tour für Frieden, Toleranz und eine lebenswerte Zukunft. Ein besonderes Projekt unserer Schule. Was ist die Space Car Tour? Das erklärt Ahmed Rostom von der Space Car AG. Ich würde sagen, ich mache den Wagen erstmal richtig auf. Vergrößerlich schreiben. So, ich würde sagen, hier in dem Bereich, hier haben wir schon den Friedrich Ostermann, Franz Grave, Oskar Rubiner, Felix Lim. Ich würde sagen, machen wir da die Bischofsbibel auf. Gut. Dann machen wir auch ein schönes Foto davon, Marvin. Ja, Captain. Das macht nichts, das ist dieser Belach. So, hast du? Ja, hab ich. Gut. Alles klar. Das sind die Figuren vom Raumschiff Enterprise. Die Schauspieler, die haben auch alle hier unterschrieben und das Ganze unterstützt. Schön. Und der Hans-Dietrich Genscher, den haben wir auch schon. Oh ja. Der ist hier und der Herr Westerwelle, mit dem haben wir den nächsten Termin. Mhm. Da wollen wir mal ein bisschen genauer ausfragen, wie er das mit den Gewerkschaften so meint. Ja. Weil ja viele Schüler natürlich auch in den Eltern in der Gewerkschaft sind und sehen das gar nicht so gerne, wenn jemand solche Parolen von sich gibt. Ne? Mhm. Schön. Und dann kommt im Laufe der Jahre, hier haben die Borussen unterschrieben und die Arminia Bielefeld, da Schalke 04 und Bochum, die sie noch in der ersten Liga waren im Moment. Ja. Und demnächst sind wir beim Duisburger Verein. Theoretisch haben die Bochumer ja noch eine Chance, aber nur theoretisch. Ja, theoretisch. Und nicht aus eigener Kraft. Aber schön ist doch, dass die Duisburger wieder aufsteigen. Ja, sehr schön. Ja. Und da haben wir auch den nächsten Termin. Schön. Die müssen dann hinten schon. Und was ist das hier? Das ist so ein... Das ist... Dann Navigator. Können Sie Navigator, können Sie auch andere Sachen mitmachen. Das ist ein Kleincomputer im Prinzip. Also wenn wir unterwegs sind und jemand möchte das Projekt so ein bisschen sehen, dann zeigen wir mal einen kleinen Film.